Wenn ihr nun schon mal Geld in eure Ausrüstung investiert habt, soll sich das auch lohnen. Ihr wollt im Ergebnis stolz sein auf schöne Bilder. Dazu müsst ihr die grundlegenden Kameraeinstellungen für die Landschafts- und Astrolandschaftsfotografie beherrschen. Und darum geht es heute. Hallo, ich bin Angelika und erkläre heute die Kameraeinstellungen für Spiegelreflex- und Systemkameras. Weil ich selbst mit Nikon arbeite, werde ich die meisten Beispiele an der Z7 erklären. Allerdings sind auch die Kameras der anderen Hersteller, zum Beispiel Sony und Canon, sehr ähnlich aufgebaut und ihr werdet euch auch dort zurechtfinden. Schlimmstenfalls müsst ihr einmal einen Blick ins Manual werfen. Ich starte mit den Details der Kamera und werde zum Schluss noch einige Beispielbilder zeigen. Wenn euch das Video gefällt, hinterlasst mir gerne einen Like oder abonniert meinen Kanal. Ganz wichtig ist das Funktionswählrad. Bei einigen Kameras muss es erst durch einen Knopf entriegelt werden, bevor man es bewegen kann. Bei mir ist das hier der Knopf in der Mitte. Für die Landschaftsfotografie gibt es zwei interessante Modi: die Zeitautomatik A und die manuelle Belichtungssteuerung M. Bei der Zeitautomatik A wählt ihr die Blende aus, was für die Bildschärfe relevant ist, und die Kamera wählt die passende Belichtungszeit und die ISO. A ist der bevorzugte Modus für die Landschaftsfotografie. Im Modus Belichtungssteuerung M stellt ihr selbst sowohl die Belichtungszeit als auch die Blende und ISO ein. Weil die Kamera die meisten Lichtsituationen im Dunkeln nicht messen kann, ist dies der bevorzugte Modus für die Astrolandschaftsfotografie. Habt ihr die Kamera eingeschaltet und die Anzeige Display ausgewählt, wird euch angezeigt, in welchem Modus ihr euch befindet. Hier ist es der Modus M. Ihr seht auch die ausgewählte Belichtungszeit, die Blende und die ISO. Die Umstellung zwischen Sucher und Display ist gewöhnlich ein Knopf in der Nähe des Suchers. Bei mir ist er hier angeordnet. Der Auslöser ist meist direkt beim Ein-Ausschalter untergebracht. Wenn ihr den Auslöser bis zum ersten Druckpunkt drückt, stellt die Kamera scharf. Beim zweiten Druckpunkt löst sie aus. Bei modernen Kameras könnt ihr häufig auch durch Touch auf das Display auslösen. Vielleicht habt ihr es jetzt schon mal gewagt und auf den Auslöser gedrückt. Vielleicht auch Glück gehabt und eine scharfe Aufnahme erhalten. Wenn dies nicht der Fall ist, müsst ihr auf dem Display dieses Fokusmessfeld suchen und es auf euer Motiv stellen. Denn dann wird an dieser Stelle scharf gestellt. Sollte der Rahmen einmal nicht grün, sondern rot sein, dann bedeutet dies, dass die Kamera nicht in der Lage ist, den Fokus richtig einzustellen. Dann hilft nur der manuelle Modus. Das Fokusmessfeld lässt sich bei der Nikon Z7 mit einem sogenannten Subwähler verschieben, ähnlich wie mit einem Joystick. Ihr könnt hier oben klicken und dann wird es nach oben geschoben. Ihr könnt hier unten klicken, dann geht es nach unten. Dasselbe geht mit links und nach rechts so. Die Kamera bietet unterschiedliche Modi, um den Fokus zu messen, aber diese Änderungen erfolgen im Menü, weshalb ich später darauf eingehen werde. Im Modus Zeitautomatik A müsst ihr die Blende einstellen. Dafür gibt es Drehräder, die entweder vorne oder hinten an der Kamera angebracht sind. Bei der Z7 zum Beispiel vorn, bei der Nikon 5300 hinten. Dreht einfach an einem der Räder und beobachtet, ob sich die Blende im Display ändert. Dann habt ihr das richtige Rad erwischt. Oder schaut im Manual nach. In der Landschaftsfotografie gibt es das geflügelte Wort Sonne lacht, Blende 8. Gewöhnlich seid ihr mit Blenden zwischen F durch 8 und F durch 16 gut bedient. Kleinere Blendeneinstellungen können zu unerwünschten Beugungserscheinungen führen. Offenere Blenden bewirken Unschärfen im Bild. Manchmal sind dies erwünscht, häufig jedoch nicht. In der Astrolandschaftsfotografie seid ihr durch den Wunsch nach scharfen Sternen meist auf offenere Blenden angewiesen. Ihr solltet die größte Blende wählen, bei der die Fotos noch scharf sind. Gewöhnlich müsst ihr dazu eine Stufe abblenden. Hat eure Kamera zwei Drehräder, wie das hier bei der Nikon Z7 der Fall ist, wo das hintere Drehrad für die Einstellung der Blende zuständig ist, dann
ist das andere Drehrad das, welches ihr für die Zeiteinstellung benutzen müsst. Die D5300 dagegen hat nur ein Drehrad hinten, an dem ihr die Blende verstellt. Wenn ihr jetzt die Zeit ändern wollt, müsst ihr gleichzeitig einen Knopf drücken und an diesem Rad drehen. Bei der Astro-Landschaftsfotografie mit Weitwinkelobjektiven solltet ihr Belichtungszeiten über 15 Sekunden vermeiden. Ansonsten erhaltet ihr keine runden Sterne, sondern Strichspuren. Details dazu habe ich im Video über die Sommermilchstraße erläutert. Die ISO wird durch das Drücken einer mit ISO bezeichneten Taste und gleichzeitiges Drehen an einem der Räder verstellt. Bei der Nikon Z7 ist es das Blendenwählrad. Tagsüber können wir bei normalen Wetterbedingungen mit ISO 100 arbeiten, um das Rauschen zu minimieren. Bei der Astro-Landschaftsfotografie wird dies gewöhnlich nicht möglich sein, um die Belichtungszeit kurz zu halten. Deshalb müsst ihr herausfinden, bis zu welcher ISO eure Kamera noch rauscharme Fotos aufnimmt. Bei der Nikon Z7 gehe ich bis ISO 1600. Eure Wahl hängt auch davon ab, was ihr mit den fertigen Bildern vorhabt. In den sozialen Medien wird Rauschen nicht so stark wahrgenommen wie auf einem großformatigen Ausdruck. Bei einzelnen Fotos bietet Lightroom heute die Möglichkeit, RAW-Formate nachträglich zu entrauschen. Das dauert jedoch sehr lange und ist deshalb keine Option für größere Serien, wie sie zum Beispiel bei der Milchstraßenfotografie anfallen können. Dann gibt es noch ein paar Funktionen, die im Menü der Kamera eingestellt werden. Ins Menü gelangt ihr durch eine entsprechende Taste an der Kamera. Dort wählt ihr das Kamerasymbol aus, denn hier geht es um einzelne Fotos und nicht um Videos. Wichtig ist eine gute Bildqualität und dass die Fotos nachbearbeitet werden können. Dies ist nicht immer erforderlich, aber gerade bei der Astro-Landschaftsfotografie doch meistens. Deshalb gehen wir ins Untermenü Bildqualität. Dort haben wir die Auswahl zwischen JPEG und RAW und gegebenenfalls weiteren Optionen. Hier wählen wir RAW aus. Das fertige Bild könnt ihr später immer noch im JPEG-Format speichern, wenn ihr Platz sparen wollt. Bei Nikon heißt RAW NEF, bei Canon CR2 und bei Sony ARW. Die Bildgröße selbst solltet ihr im entsprechenden Menü aus Qualitätsgründen groß wählen, es sei denn, ihr habt Probleme mit dem Speicherplatz. Im Kameramenü findet ihr auch den Weißabgleich. Tagsüber könnt ihr ihn auf automatisch oder automatisch Tageslicht einstellen. Sollte dies einmal nicht passen, habt ihr nachträglich die Möglichkeit, ihn in Lightroom zu korrigieren. Ausnahmen stellen Serien dar, zum Beispiel Panoramen oder HDR-Aufnahmen. Dann kann es passieren, dass die Weißabgleiche der einzelnen Fotos unterschiedlich sind und diese dann vor dem Zusammenfügen nachbearbeitet werden müssen. Für Serien ist es einfacher, den Weißabgleich je nach Lichtbedingungen fest einzustellen. Sind die Verhältnisse für die einzelnen Fotos unterschiedlich, hat sich Schatten bewährt. Der Farbton der Fotos geht dann stärker ins Gelbliche und sie wirken wärmer. Diese Einstellung ist besonders auch bei Sonnenauf- und Untergängen zu empfehlen. Leider funktioniert der automatische Weißabgleich nachts nicht wirklich. Deshalb gehen wir in Farbtemperatur wählen. Um die 3900 Kelvin herum haben wir bei Astro-Landschaftsfotos Farben, wie sie unserem natürlichen Sehen entsprechen. Sie gehen ins Bläuliche. Diesen Modus können wir abends ab der blauen Stunde gut verwenden. Jetzt möchte ich noch einmal auf die Belichtungsmessung zurückkommen. Auch dazu gibt es ein separates Untermenü. Wenn ihr die Matrixmessung auswählt, misst die Kamera die Belichtung in einem großen Bereich des Bildfeldes. Wie der Name schon sagt, misst die Spotmessung die Belichtung in einem kleinen Umfeld eines ausgewählten Punktes, und zwar des Fokusmesspunktes. Dadurch wird euer Motiv sowohl scharf als auch korrekt belichtet. Die Werkseinstellungen der Kameras ist gewöhnlich die Einzelfeldfokusmessung. Sie eignet sich für Objekte, die sich nicht oder kaum bewegen. Das passt für die Landschaftsfotografie und die Astro-Landschaftsfotografie gut. Allerdings kann es zu Problemen kommen, wenn große Unterschiede zwischen Lichtern und Schatten im Bild sind. Das ist das Problem der Automatikmessung. Im manuellen Modus könnt ihr das selbst anpassen. Kennt ihr schon den Harzkalender 2024 von Cellapix?
mit wunderschönen Bildern von Landschaften und Astrolandschaften. Ihr könnt ihn auf der Webseite www.zellerpix.de erwerben. Schaut doch mal hin. Jetzt komme ich zum Praxisteil, einzelnen Bildern. Bei dieser Wanderung im Ilsetal hatte ich kein Stativ dabei, weil wir in einer Gruppe unterwegs waren und ich nicht alle aufhalten wollte. Deshalb fotografierte ich aus der Hand. Ich musste mit kurzen Belichtungszeiten arbeiten. Trotzdem habe ich versucht, die ISO mit 200 möglichst niedrig und die Blende mit 5-6 möglichst geschlossen zu halten, um Tiefenschärfe zu erzeugen. So kam ich auf eine Belichtungszeit von einer Hundertstel Sekunde. Ich habe mit der Zeitautomatik gearbeitet und den Weißaufgleich auf Schatten eingestellt. Am Kellerhalsteich war die Situation anders. Ich war allein und mit einem Stativ bewaffnet. Im Gegensatz zum Bild der Ilse konnte ich trotz ISO 100 und Blende 22 eine halbe Minute belichten. Das Wasser wurde seidig, wie man sagt. Das war im vorhergezeigten Bild nicht der Fall. 30 Sekunden ist etwa die Grenze, ab der wir seidiges Wasser erhalten. Es verleiht dem Bild einen besonderen Ausdruck. Deshalb habe ich mit Blende 22 gearbeitet, die ich gewöhnlich nicht verwende, weil dadurch Beugungserscheinungen entstehen können. Die 30 Sekunden sind die Grenze der Zeitautomatik. Deshalb habe ich die Kamera auf den manuellen Modus eingestellt. Der Weißabgleich war wiederum Schatten. Und einen Fernauslöser genutzt. Wenn ihr die Blende nicht so drastisch schließen wollt, bleibt der Ausweg, mit Filtern zu arbeiten. Wie in diesem Bild, welches im Uckertal entstand. Ich habe gleichzeitig einen Pol- und einen Verlaufsfilter verwendet. Dadurch konnte ich mit folgenden Einstellungen fotografieren. ISO 100, Blende 11, 118 Sekunden. 118 Sekunden sind mit der Automatik nicht möglich. Deshalb habe ich den Belichtungsmodus auf manuell gestellt. Es fiel kaum Licht durch die Bäume. Also wieder Weißabgleich Schatten. Wenn wir nachts ohne künstliche Belichtung auskommen wollen oder müssen, sind die Belichtungszeiten ebenfalls lang. Zu lang für die Kameramessung. Also wieder der manuelle Modus. Aber dieses Mal mit einem Weißabgleich auf 3900 Kelvin. Die Sternsprichspuren habe ich bewusst gewollt und fotografiert mit ISO 100, Blende 8, 250 Sekunden. Ganz anders bei diesem Einzelfoto einer Milchstraßensequenz über der Schalke. Für dieses Video habe ich das Foto aufgehellt, sonst würdet ihr nichts erkennen. Ich wollte ein Panorama erstellen und war auf eine schnelle Folge der Fotos angewiesen. Deshalb habe ich mit der relativ hohen ISO von 6400 gearbeitet. Der Vordergrund ist stark verrauscht. Das Bild aus dem Mai 2021. Damals habe ich noch keine KI zum Entrauschen eingesetzt. Wegen der Sterne habe ich eine Belichtungszeit von 15 Sekunden bei einer Blende 3.2 gewählt. Selbstverständlich habe ich den Modus auf manuell gestellt und den Weißabgleich auf 3900 Kelvin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr habt Gelegenheit, ein paar Tipps selbst auszuprobieren. Bis zum nächsten Mal.